Zieht euch mal, die Headline hier ein. Precht entlarvt Maischberger als Lumentussi. Mann, diese Headlines, ihr habt nichts gelassen, Alter. Aber ihr habt mich gezwungen zu klicken. Ja, ich halte sowieso nichts von denen. Diese Maischbergers und diese ganzen, es ist wirklich ganz schlimm. Das ist ganz schlimm. Aber gucken wir uns das mal an jetzt hier. Infektionen. Genau, aber nicht so übrigens, unmittelbar. Aber warum haben die Menschen vor dem Klimaschutz dann weniger Angst als vor Corona? Vor dem Klimawandel, meinen Sie? Ja, Klimawandel, ganz einfach, weil er nicht so unmittelbar ist. Ne, das ist ja, also ich meine, es war ja so, Corona bedrohte in allererster Linie die Großeltern. Die Eltern und die Großeltern. Und der Klimawandel bedrohte in erster Linie die Kinder und die Enkel. Und es ist tatsächlich so, dass die Leute, die jetzt in den führenden Positionen sind, die sind in unserem Alter. Und das sind Leute, die sagen, naja, die schlimmsten Auswirkungen davon und so weiter werde ich nicht weiter erleben. Das glauben Sie, und machen die bewusst ist so zynisch, eine Grund, ja? Es gibt noch einen zweiten. Bei Corona ist es so, dass wir sagen, gut, da ist jetzt was von außen gekommen. Ja, ich weiß auch, wer der Precht denn Bushido so ganz easy, ganz harmlos auch, ganz soft so. Das haben wir nicht gemacht. Ne? Und mit ganz viel Geld versuchen wir das zu reparieren und dann versuchen wir die Verhältnisse wieder herzustellen. Beim Klima. Sie ist ja, Maischberger ist einer der größten Lobbyisten. Alter, erzähl mir nicht, dass sie nicht bezahlt wird hier und da. Lobbyarbeit. Also wenn ich das mal gucke, ich gucke selten. Ich meine, die gibt es ja auch seit 700.000 Jahren. Bruder, die, ich weiß nicht, wer ist schlimmer, sie oder die andere. Boah, mein Gott, Alter, diese Politik-Talks bei denen, ne? Ist sehr schlimm. Beim Klimawandel müssen sie bestimmte Geschäftsmodelle verbieten. Also zum Beispiel diese Billigkreuzfahrten. Das bedeutet Arbeitslose bei den Werften. Ja, die handeln sich einen unglaublichen Ärger ein, weil bestimmte Geschäftsmodelle einfach nicht mehr gehen. Und das haben sie bei Corona überhaupt nicht. Da sagen sie nur, ja, sie müssen jetzt eine gewisse Zeit. Und nee, also das soll ja sich verschwörungsmäßig sich anhören, sie wird bezahlt von oben. Nein, sie macht Lobbyarbeit safe für ein paar Firmen. Oh, safe. Die müsste man wahrscheinlich ein bisschen recherchieren, für welche. Aber jemand in ihrer Position macht keine Lobbyarbeit, glaube ich nicht. Dürfte sie eigentlich nicht, ne? Die arbeitet für öffentlich-rechtlich, aber die soll einfach meine Nummer löschen. Und damit wird man gefördert und dann kommt man wieder auf die Beine. Das ist aus der Sicht des Politikers ein großer Unterschied. Und deswegen reagiert er bei Corona relativ risikolos. Beim Klimawandel ist das Risiko für den Politiker größer. Sie würden SUVs einfach verbieten, die Herstellung davon? Die Herstellung verbieten, weiß ich gar nicht, ob das geht. Ich würde das ganz anders machen. Ich würde sagen, mit einem Auto, das mehr als eine bestimmte Spritzahl verbraucht, mal abgesehen jetzt von Nutzfahrzeugen, darf man in unseren Innenstädten nicht mehr fahren. Okay, billige Kreuzfahrten höre ich schon auch raus. Würden Sie auch verbieten? Das würde ich auch verbieten, ja. Sie würden verbieten Inlandsflüge? Naja, bei den Inlandsflügen, also die Frage ist, was ist Inland? Also es macht ja einen Unterschied. Ich kann ja ins Ausland fliegen, 300 Kilometer. Also das muss ich auch nochmal sagen. Lass mich das mal sagen. Hier dieser Talk hier, ne, dass die zusammen jetzt 1-1 reden, ne, das finde ich gut. Das finde ich auch an meinen Talks gut. Deswegen mache ich sie. Deswegen sage ich aber auch alle Talkshow-Sachen ab. Die meisten sage ich ab. Also ich habe, glaube ich, noch nie eins gemacht. Wenn mein Buch kommt, mache ich vielleicht mal ein paar, also Werbung. Aber ich will nur sagen, so Maischberger-Sendungen, die gehören auch völlig in die 90er so, weil du sitzt da mit 5 Leuten und auch wenn du mal, auch wenn mal was Interessantes dabei rumkommt, dann wird direkt unterbrochen, weil man hat natürlich 5 Leute in einer Stunde Nettozeit für jeden ein paar Minuten. Also da kommt ja gar kein Gespräch zustande. Das ist ja nur, jeder will sich nur in den paar Minuten, die er da ist, schnell von seiner besten Seite zeigen. Das verstehe ich auch. Also es geht um Eigenwerbung und es geht nie um eine echte Diskussion, wo der andere oder du vielleicht sagen kannst, ey, weißt du was, ich habe hier was gelernt oder ey, der hat eine geile Ansicht. Das kommt ja nicht. Deswegen im neuen Zeitalter, wo wir sind, wo das Internet unendlich Platz hat, sprich YouTube, Podcasts und so, finde ich eigentlich solche 1-1-Gespräche viel, viel, viel besser. Niemand kommt so richtig zum Punkt. Diese ganzen Maischberger-Lanz-Talks, ne? Auch ja, und ohne Zuschauer finde ich auch besser, wirklich. Dieses unnötige Klatschen, wo du so denkst, das ist auch ein bisschen Pseudo so, ne? Dann hast du die Meinung von 16 Leuten, die im Studio sind, die überträgt sich auf den Zuschauer, der zu Hause ist, und dann denkst du vielleicht, weißt du, das ist völlig Fehler, also voll falsch, abschaffen. Ja, also das wäre jetzt nicht die Pointe, ich müsste sagen, es geht um die Entfernung. Also ein Flug von Hamburg nach München macht noch einen gewissen Sinn.
Aber ein Flug von Frankfurt nach München ist schon eine andere Nummer. Also ich würde mal sagen, so unter 500 Kilometer. Und das Schöne ist hier, und das ist der große Unterschied, ja, zu den Sachen mit den Kreuzfahrten, keiner macht Gewinne unter 500 Kilometer. Ja, die Lufthansa verdient unter 500 Kilometer, zahlt die letztlich drauf. Nee, ist wirklich so. Müssten wir. Warum tut die so, als ob die jetzt durchrechnen? Wir checken. Ja, können Sie checken, ist tatsächlich so. Mhm. Sondern der Grund ist, das ist eine Prestigegeschichte. Das ist eine Prestigegeschichte für Manager und so weiter. Will man sich nicht unbeliebt machen. Okay, aber ich meine, alles, was Sie sagen, also man könnte das jetzt weitermachen. Ich glaube, billiges Fleisch würden Sie auch mal vom Markt nehmen, wenn es ginge, oder teurer machen? Ja, ich weiß natürlich, warum das nicht geht. Ja? Also beim Fleisch haben wir das große Problem. Darf ich es erklären in einer Minute? Ja. Wir haben das große Problem, wenn wir jetzt hingehen würden und würden... Ja, das ist auch interessant, dass der schon vorhin sagt, lass mich mal ausreden. Im Prinzip sagt er, lass mich jetzt mal ausreden jetzt hier. Ich will nochmal angucken, was er sagt. Massentierhaltung in Deutschland verbieten, dann würden die Massentierhalter nach Polen gehen oder nach Dänemark oder nach Holland und würden, weil wir in der EU Freihandel haben, das Zeug dann zu demselben Preis bei uns auf den Markt bringen. Und das heißt, sie müssten also gegen geltendes EU-Recht, also müssen sie den Freihandel innerhalb der EU einschränken. Mhm. Das könnte man machen mit dem Argument, dass es hier um ein moralisches Thema geht. Mhm. Also rein theoretisch wäre das denkbar, aber es sind große Hürden und dann bräuchten sie Mehrheiten und, am Ende und die werden sie nicht kriegen. Und am Ende würde es vielleicht nicht so viel bringen, weil eben das alles dann woanders passiert, solange man sich nicht mit den anderen EU-Ländern auf einen gemeinsamen Weg bringt. Genau, und wir wissen alle, das wird so schnell nicht passieren. Alles, was Sie sagen, geht davon aus, also dass der Klimawandel passiert oder dass wir eine Klimaveränderung haben, ist mittlerweile jedenfalls in der großen Mehrheit ein gesetztes Thema. Wir haben die Dürren dieses Jahr, der Wald leidet unglaublich, das haben wir jetzt gerade in diesen letzten Tagen auch gehört. Aber ob man mit dem Tempolimit zum Beispiel oder mit den Einschränkungen der SUVs genau darin Auswirkung hat. Ist das für Sie so klar, dass Sie sagen, dass es rechtfertigt gibt Verbote? Wenig CO2 da hoch zu pusten deutlich besser ist, als viel CO2 in die Luft zu pusten, ist eine ziemlich einfache Angelegenheit. Mhm. Jetzt kann man natürlich dieses Spielchen spielen. Gibt es denn nicht viel schlimmere Verursacher? Also das war interessant, als man immer über das Fliegen geredet hat. Da kamen die Luftfahrtsgesellschaften und haben gesagt, aber die Kreuzfahrten, die sind doch sehr viel schlimmer. Also es zeigt immer einer mit dem Finger auf den anderen und weist darauf hin, dass es noch schlimmere gibt. Mhm. Das ist doch kein Grund, irgendwo manchmal anzufangen, oder? Ich meine, wir tun, es geht ja nicht darum, dass ich jetzt... Nee, das ist doch sehr gut, das hat er echt gut gesagt, das hat er echt gut gesagt. Jeder zeigt mit dem Finger erstmal auf den anderen. Hier sitze, ja, von diktatorischen Vollmachten träume. Doch, ja? Genau darum geht es. Nee, darum geht es überhaupt nicht. Tun Sie, oder? Was Umwelt angeht schon, mich. Geben Sie es zu. Nein, nicht für mich. Es geht darum, dass es darum geht, den Ernst der Lage zu begreifen. Mhm. Und der Ernst der Lage, den hat jeder irgendwo im Hinterkopf, aber wenn es um die alltäglichen Gewohnheiten geht, ist er nicht bereit, sein Verhalten zu verändern. Mhm. So, und das liegt auch daran, was ich vorhin sagte, ne? Es ist ja nicht nur der Einzelne, es sind auch wirtschaftliche Interessen. Mhm. Aber ich bin absolut sicher, dass jede Regierung diese Dinge durchbringen könnte, ohne deswegen nicht wiedergewählt zu werden. Welche Regierung soll es denn machen? Also Sie haben ja Eltern, von denen wir wissen, dass sie zum Beispiel also zu den ganz in der Anfangszeit der Grünen mit dabei waren. Macht sie das automatisch zu einem Kind, das heute sozusagen ganz natürlich Fridays for Future Mitglied wäre? Ich bin nicht Fridays for Future Mitglied, aber ich finde das ganz toll, dass der Jugend, der immer nachgesagt wurde, sei unpolitisch, dass sie sich für ihre Zukunft so einsetzen, finde ich eine großartige Sache. Und würden Sie die Grünen jetzt in der Bundesregierung sehen wollen, damit sie alles sehe, das... Die Grünen und Fridays for Future halte ich für zwei völlig verschiedene Dinge. Deswegen also ich sehe nicht ansatzweise, dass die Grünen die Forderungen, die die Kinder und die Jugendlichen bei Fridays for Future formulieren, wirklich umsetzen wollen oder umsetzen täten. Sondern ich glaube, dass die Grünen als etablierte Partei im Augenblick unglaublich darauf aus sind, diese hohen Sympathiewerte von um die 20%, die sie zum Teil bloß nicht zu gefährden, indem sie irgendwelche klaren Ansagen machen. Mhm. Und das ist etwas, was... Ja, das ist leider Politik wieder. Spielchen, Spielchen. Ich wahnsinnig bedauere, weil also der Zeitpunkt ist unglaublich günstig, jetzt zu sagen, also wir haben an Corona gesehen, ja, wir sind keine technischen Wesen, auch wenn wir in technotopischen Welten leben, sondern wir sind biologisch verletzliche Wesen. Und das, was der Klimawandel uns antun wird, was der Ressourcenverbrauch, den wir haben, macht, die Umweltzerstörung, die wir ja nach wie vor nicht mehr so sehr bei uns, aber immer mehr in der dritten Welt praktizieren, das alles hat so gewaltige Auswirkungen. Da müsste man jetzt dringend was machen. Und ich sehe das bei den Grünen nicht. Ich sehe bei den Grünen so, dass sie sagen, ja, das muss sich jetzt auch alles wirtschaftlich lohnen und da darf kein Arbeitsplatz verloren gehen. Solange wir so weitermachen, werden die Grünen ihre Wähler nur enttäuschen. Die werden dann gar nicht gewählt von ihren Wählern. Wen wählen Sie denn dann, wenn Sie wirklich wollen? Ich werde Ihnen jetzt nicht erzählen, wen ich wähle. Warum denn nicht? Ich bin jedes Mal bei der Wahl in sehr großer Hilflosigkeit. Mhm. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass den Grünen in mittlerer Zukunft das droht,
was der SPD mit der Linkspartei passiert ist, der CDU mit der AfD passiert ist, dass sich eine ernsthaft ökologische Partei gründet. Ja. Sie sind radikal, nicht? Nee, gar nicht. Ich finde diejenigen radikal, ja, die nicht so vernünftig sind, wirklich zu sehen, was getan werden muss. Boah, eine unglaublich gute Aussage hier. Sie haben gesagt, Corona wird ein Weckruf sein oder kann ein Weckruf sein. Glauben Sie wirklich zum Beispiel unsere Art des Wirtschaftens, die ja jetzt stillgelegt wurde, wo plötzlich das Wachstum einfach erstmal ausgebremst war und es gab etwas, was wichtiger war. Glauben Sie, das wird sich auf Dauer ändern, unsere Art zu leben? Hat Corona so einen tiefen Einschnitt hinterlassen? Nein, das glaube ich nicht. Also das glaube ich nicht. Ich sehe eigentlich nur Politiker, die dabei sind, die alten, unterm Strich unvernünftigen Verhältnisse wiederherzustellen. Natürlich wird bei der einen oder anderen Einmischung des Staates gesagt, jetzt müssen wir auch ein bisschen auf Nachhaltigkeit achten. Aber ich sehe, dass Nachhaltigkeit ein völlig untergeordnetes Thema gegenüber Arbeitsplätzen ist. Und das heißt, Sie haben gar keine Hoffnung, dass sich die Dinge wirklich ändern? Ich glaube, dass sich die Dinge in dem Moment ändern. Und zwar übrigens völlig egal, wer Deutschland regiert. Ja, wirklich völlig egal, wer Deutschland regiert, wenn die Folgen des Klimawandels eklatanter werden. Geben Sie mir uns ein Beispiel. Naja, wir wissen ja alle, dass beim Klimawandel wir es mit sogenannten Kippelementen zu tun haben. Das heißt also, wenn bestimmte Ereignisse eintreten, von denen prognostiziert wird, dass sie eintreten, ja, also zum Beispiel, dass die Polkappen schmelzen oder dass mehr Gletscher abtauen, dass wir dann erleben werden, wie sich das Klima in der Welt verändert, ja, weil also die Meeresströmungen davon in Mitleidenschaft gezogen werden, weil die sich verändern. Da gibt es mehr Wirbelstürme, dann verändert sich, in manchen trockenen Regionen fällt überhaupt kein Wasser mehr. Das sind ja alles sozusagen Folgen. Und wenn diese Folgen immer dramatischer werden, kriegen wir immer größere Migrationswellen zum Beispiel, gegen die man sich auch mit keinem Mauer- und keinem Schießbefehl irgendwann wird wehren können. Und in dem Moment, wo die Wasserspiegel steigen, wenn wir jetzt also die Leute zwangsrekrutieren müssen, um Deiche zu bauen. Wir reden jetzt über die Welt in 10, 20 Jahren oder in 30 Jahren. Ich bin jetzt kein Prophet, der das jetzt genau terminiert. Dann ist völlig egal, wer Deutschland regiert, dann werden diese Dinge gemacht. Die Frage ist nur, ob es dann nicht zu spät ist. Ich möchte einfach, dass wir jetzt, das ist nicht radikal. Ja. Ja, das ist einfach nur mal ernsthafte, vernünftige Politik machen und nicht die Augen verschließen mit einem Wort. Was ich hier fordere, ist Realpolitik. Wenn das, was Sie an die Wand malen, tatsächlich so kommt, man könnte ja auch sagen, unsere Generation wurde mit dem sauren Regen und dem Waldsterben immer konfrontiert und danach hat man gesehen, dass es alles nicht passiert. Wir haben ganz Boah, tschüss. Die Alte, heftig. Oh mein Gott. Sie sagen, wie sicher sind Sie denn, dass das, was Sie so apokalyptisch jetzt an die Wand wollen, wirklich passiert oder dass nicht doch irgendwie etwas passiert, was genau das nicht wahr werden lässt? Haben Sie irgendeine Idee, was das sein könnte? Also mit was will man das jetzt gegenwärtig stoppen? Vielleicht stoppt es sich von alleine? Oh mein Gott, vielleicht stoppt es sich von alleine. Ich meine, die ist schon, wisst ihr, was das für eine Arroganz ist? Du triffst dich hier mit jemandem, der Typ ist renommiert, hat Bücher geschrieben, bla bla bla. In dem Thema, also guck mal, das ist sein Thema. Nicht, dass er unbelehrbar ist oder so. Aber das ist so, wie wenn Maischberger sich mit mir trifft und über Battle Rap redet. Ich weiß bestimmt auch nicht alles. Aber dann habt doch wenigstens ein gibt doch ein Mini-Gesicht, dass der ein bisschen mehr Plan hat als du. Frag ihn, sei interessiert, ist doch cool. Aber vielleicht löst sich das von alleine. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das heißt, Sie haben ernsten Zweifel daran, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt? Ich frage, ob Sie einen Zweifel daran haben, dass das, was Sie als Wirklichkeit in der Zukunft ja als gegeben schon ansehen, dass das wirklich so eintritt. Okay, also wenn 10%... Wie der okay gerade gesagt hat, das klang so wie, okay, ich gehe jetzt. Hör mal bitte. Ja, als gegeben schon ansehen, dass das wirklich so eintritt. Okay. Dieses okay, ne, war echt, wer hat's erfunden? Flair. Wirklichkeit in der Zukunft ja als gegeben schon ansehen, dass das wirklich so eintritt. Okay, also wenn 10% in mir skeptisch sind, weil die immer skeptisch sind. Ja. Und 90% von mir sagen, ich glaube diesen Tausenden von Experten, die sich ein Leben lang damit beschäftigt haben. Und nur 10% ab und zu mal sagt, na, kann man denen wirklich glauben? Dann ist eine 90-prozentige Gewissheit absolut ausreichend, um diese realpolitischen Forderungen aufzustellen und auf ihre Erfüllung zu hoffen. Danke.
der hat Ehre genommen. Der hat wirklich Mutter von alles niedergestampft. Ich sag mal eine Sache, die ich jetzt letztens gecheckt habe. Ich weiß nicht mehr, ob das auch Precht war, der das gesagt hat. Ich habe es in der Zeitung gelesen. Ich weiß, ich habe diesen Screenshot sogar gemacht, weil ich das sehr intelligent fand. Wisst ihr, was das Problem an solchen Sendungen wie Maischberger, Lanz und so weiter ist? Also an so Runden, ne? An so eine Runde ist. Man will ja immer so ein bisschen abbilden für die Leute, die zuschauen, was es so für Meinungen gibt. Wenn du jetzt 1000 Wissenschaftler hast, die sagen, pass auf, der Klimawandel, der wird uns amsen, so und so und so, das wird uns polar, molar, hast du nicht gesehen, schmelzen. Der Klimawandel amst uns, ja? Und dann gibt es 3 oder sagen wir mal 6 Wissenschaftler, die sagen, nein, das wird von alleine gehen. Guck mal, Umwelt hat sich schon immer, früher war heißer als heute. Umwelt verändert sich dauernd. Das ist. Jetzt hast du ja 1000 gegen 3. Lass es doch 10 sein. 1000 gegen 10. So ist es ja ungefähr. Tja, dann kommt so eine Maischberger oder so eine Sendungen, die holen sich dann einen von rechts und einen von der Seite. Dann hast du 2, die dann in ihrer Sendung dann diskutieren darüber. Was macht das jetzt für einen Eindruck auf euch? Auf jemanden, der sich das anguckt? Das ist eine 50-50-Meinung. Also man muss schauen. Man muss schauen. Und also das ist nicht nur bei diesem Thema. Generell bei allen Themen ist das so. Ob bedingungsloses Grundeinkommen, ob Corona. Bei Corona war das ganz schlimm. Ey, reihenweise Wissenschaftler sagen so, dann gibt es 3 Freaks, die sagen so, und ich habe es beobachtet. Und dann siehst du aber, Lanz lädt immer, ey, das ist unglaublich, immer denselben ein. Da denkst du dir so, Bruder, boah, Alter, das ist halt das Problem an solchen Sendungen und naja, auf jeden Fall, deswegen, das will ich euch mitgeben, denkt immer einen Schritt mehr. Wenn ihr 2, 3 Leute habt, die da diskutieren und der eine sagt Klimawandel so, der andere sagt so, vergisst nicht, hinter dem einen stehen tausende Wissenschaftler oder tausend Jahre Wissen und hinter dem anderen steht einfach entweder Lobbyismus, wie bei Streeck, das ist ja, also ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt, ist ja mehrmals rausgekommen und ist ja auch nicht so geheim eigentlich, aber dieser Wissenschaftler Streeck, Professor Streeck, der immer bei Lanz sitzt, dass der jetzt rückwirkend, weißt du es ja sowieso, aber auch da, dass der in so Lobby-Sphären abhängt, Lobby-Sphäre, dass der auch so, jetzt rückwirkend kannst du dir das ja wirklich anschauen. Jetzt müssen wir ja auch nicht mehr raten, wird der recht haben oder nicht. Rückwirkend, alles, was er gesagt hat, war Quatsch. Ist nicht eingetroffen, nicht einem Ansatz. Er meinte, das ist bald vorbei, im Juni ist es vorbei, jetzt ist ein Jahr später, letztes Jahr. Dann die zweite Welle wird nicht kommen. Kam, dann, das wird, ey, Bruder, Alter, guck's dir an, google das mal, gibt, glaube ich, so gute Zusammenfassungen, ist egal. Auf jeden Fall, bei solchen Sendungen ist immer das Problem und dann wird dir das verkauft als 50-50-Meinung. Ja, ihr müsst halt immer verstehen, oder man darf nicht vergessen, wie funktionieren Medien oder wieso müssen die so funktionieren und so weiter. Sehr interessanter Vorwurf, immer, ist, informier dich mal. Sowohl von Leuten, die zum Beispiel meine Meinung sind oder aber auch Leuten, die andere Meinung sind. Oder sagen wir mal nicht meine, sagen wir mal, egal welche Meinung die Leute sind, die werfen sich immer vor, informier dich mal. Das ist halt leider kein Diskussionsansatz, weil das immer bei dem Gegenüber dazu sorgt, dass er sauer wird. Ja, so. Was, informier dich mal, informier du dich mal. Natürlich, es kommt immer auf die Quellen an. Ja, diese TV-Formate, diese TV-Talkshow-Formate, diesen Asbach-Uralt, Mann. Du kriegst da gar kein Wissen vermittelt. Du regst dich da nur auf. Es ist ja auch so gemacht, glaube ich, dass du dich aufregst. Deswegen immer 1-1-Gespräche, meinetwegen 2-1-Gespräche, so 2-1. Oder eine Runde, wo man zum Beispiel über einen Film redet oder über sowas. Das geht auch immer. Aber über so Sachen, wo es um Fakten geht oder wo es heiß wichtig und politisch ist, dann mit 5 verschiedenen Leuten.